Für nächstes Jahr, ja. Schön. Ja, toll. Du hast jetzt nun wirklich gut Deutsch gelernt. Das war immer dein großes Problem. Du warst in Deutschland ein Superstar. Jeder wollte mit dir reden und keiner konnte begreifen, dass Winnetou Französisch spricht. Jetzt sprichst du Deutsch und... Es ist immer ein Problem. Nein, jetzt bist du perfekt. Claudia, du sprichst, glaube ich, sehr gut Französisch. Ja, wir haben schon ein bisschen Französisch. Ja, ja, ja. Das glaube ich. Gunther spricht auch gut Französisch. Ja. Wir beide sprechen Deutsch. Ja. Die Straßenbahn macht mir noch große Sorgen, Freunde. Ich hoffe, sie ist im Einsatz. Wir haben nachher noch ein bisschen Zeit, gemeinsam zu reden. Pierre spielt sein Instrument. Ich habe immer gesagt, du müsstest einmal so eine Rolle als Pianist zum Beispiel spielen. Da habe ich dich immer, das, als Dirigent habe ich dich mal im Theater gesehen. Ja, und als Pianist habe ich auch einen Film gemacht. Ja? Ja. Siehst du, aber nie als Violinvirtuose. Nie. Heute gibt es eine Wette mit Geigen. Eine sehr, sehr schöne und spannende Wette. Ich lese sie vor. Wetten, dass Pablo Vivanco 21 berühmte Geigenvirtuosen an den Soli im Konzert D-Dur und so weiter von Ludwig van Beethoven erkennen kann. Also glaubst du, dass ein junger Mensch das gleiche Stück aus einer Sinfonie hört und dann sagt, das ist die Fassung, das ist dieser Geiger, das ist dieser Geiger. Ich stelle den jungen Mann vor und dann kannst du dich entscheiden. Hier ist Pablo Vivanco. Und hier sitzt der junge Mann. Es gibt 21 verschiedene Versionen, die wir gefunden haben. Manche könnten sogar noch ein bisschen kratzen. Das wäre das Shellac, andere kratzen nicht. Das sind neue, das sind alte Versionen, junge Geiger, alte Geiger. Kann er sie erkennen oder nicht? Ich hoffe, es klappt, aber es ist so schwer. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn er es doch schafft, was ist dein Wettangebot? Gut, ich werde versuchen, aber ich habe, glaube ich, keine Chance, ein Wochenende zu verbringen mit Claudia Schiffer. Es soll eine Strafe sein. Nein. So, das war ein Scherz. Es war ein Scherz, leider. Es war ein Scherz. Ich werde am Anfang Dezember in Marienplatz München gehen mit Klaus, Santa Claus, Nikolaus Kostüm, ja. Und ich werde Claudia Schiffer als Christkind mitbringen. Geld sammeln für die Kinder, die keine Weihnacht haben können. Gut, auch schön. Pierre Briest als Nikolaus. Und jetzt darf ich bitte unseren Saalkandidaten, Oliver, kommst du zu mir? Du suchst jetzt bitte aus diesen 21 Fassungen 4 beziehungsweise 5 heraus. Jahren schon mal, dann mit Pierre Briest, wir werden gleich darüber sprechen, der dann eine zweite Karriere hatte, wieder mit einem anderen Kollegen zusammen und der jetzt wieder da ist, diesmal mit einem Pferd. Er war Lucky Luke, er ist Terence Hill. Guten Abend. Guten Abend. Ja, man weiß gar nicht, wer jetzt am meisten klatscht, denn viele, viele können dich eigentlich kennen. Ich zum Beispiel erinnere mich wirklich noch, zusammen mit dir gemeinsam, Mario Girotti. Ja. Ich wollte immer so aussehen wie Mario Girotti, habe ich immer mir die Bravo aufgehängt. Cool. Und das war damals die Karl-May-Filme. Dann gab es... Ja, mit Tobis haben wir angefangen. Tobis von Horst Wendland. Dann gab es die Zeit mit dem Bud Spencer. Ja. Das war mein Mike Krüger. Und jetzt gibt es die Partnerschaft mit dem Pferd. Ein wirklich lustiger Film. Lucky Luke ist eine Comicfigur, die es in Amerika, glaube ich, gar nicht gibt, oder? Nein, es ist... manche haben Translator, aber es ist nicht bekannt wie in Frankreich oder hier. Ja. Lucky Luke, also eine europäische Figur. Wie kamst du darauf, das zu machen? Denn es ist ja eigentlich eine sehr schwierige Idee mit dem Pferd alleine. Das ist ja technisch, also jeder Regisseur, da drüben sitzt einer, wird sagen, um Gottes Willen, mit einem Pferd. Ja, wir waren sehr glücklich. Wir haben gefunden einen französischen, Mario Luraski. Er hat 4 Pferde gebracht. Ja. Für eine Rolle. Und ich konnte bloß immer mich sein. Ich konnte nicht mich wechseln. Ja, ja. Zum Beispiel, ich weiß, dass eine Szene hier zeigt, wo der Pferd, ich mache was und er hat mich ins Gesicht mit einem, kickt. Ja, getreten. Getreten und dann gesagt, Pferd wechseln, aber mich nicht. Gleicher Schauspieler. Schauspieler nicht. Aber es hat ihm nicht geschadet. Ja.
Wir haben eine ganz seltene Situation. Wir haben internationale Gäste. Gunther aus der Schweiz, Claudia, Wolfgang kommt aus Los Angeles, Pierre kommt aus Paris. Du kommst gerade aus Amerika und alle sprechen Deutsch. Bei dir wundert es mich am allermeisten, dass du so gut Deutsch sprichst. Ich könnte besser sein, weil meine Mutter war Deutsch. Mutter von Terence Hill, ja. Frau Hill war Deutsche. Ja. Gabi Hill. Ja. Wir gucken uns jetzt ein Stückchen aus dem Film an. Also, ich habe es bereits erwähnt, der Gag ist dieses sprechende Pferd. Jolly Jumper. Jolly Jumper. So, also er reitet gleich ein. Ein Ausschnitt aus Lucky Luke, den es jetzt als Video gibt und den es auch bald als Fernsehserie geben wird. Stehen bleiben. Wirf die Kanone weg. Mann, ist das ein Trottel. Schlafen. Kennt ihr das Gefühl, dass einem der Nachhauseweg nur halb so lang erscheint wie der Hinweg? Also mir geht's jetzt jedenfalls so. So rasend schnell bin ich noch nie durch die Landschaft galoppiert. Oh, das klingt mal. Jumper, atme doch endlich wieder. Bitte, Jumper, atme! Wir müssen die Leute in Daisy Town warten. Los, Jumper, stell dich nicht so an. Atmen! Einfach Luft durch die Nüstern ziehen. Du musst es schaffen, Jumper! Du darfst mich nicht im Stich lassen. Komm, versuch aufzustehen. Nein, ich kann nicht. Stell dich so an. Du musst den Vater loskommen. Ja, ich brauche nicht mal. Was kann also nur nicht mehr zum Schwein? Ja. Hey. Terence Hill hat Lucky Luke. Das ist der originale Hut? Ja, dieser. Genau, aus dem Film. Der originale Hut. Terence, wir werden jetzt eine Wette zusammen machen, die so einfach nicht war. Es geht nämlich um Fliegen. Und wie man weiß, gibt es im November eigentlich relativ selten Fliegen. Das war keine. Wir haben einen Fliegenzucht in Auftrag gegeben vom ZDF. Guten Tag, war ein tolles Publikum. Ei, ei, ei. Einmal hier. Lustig.